Hilfe. So, jetzt. Aha. Das sieht schon besser aus. Okay, hallo. Herzlich willkommen zurück. Hab gerade das Spiel gestartet, bevor ich das auf umgeschaltet habe. Ein bisschen dumm. Oh, gut. So, jetzt. Level 14 sind wir schon. Sehr geil. Tja. Mal gucken, wie lange wir noch brauchen, um zu einem brauchbaren Level zu kommen, wo wir dann noch brauchbare Sachen rüsten können. Oh. Oh ja, unser LKW sieht jetzt so mit dem und mit den Auslässen schon ausgelassen aus. Was? Ja, doch. Jetzt sieht es obenrum auch ein bisschen cleaner aus, ne? Unten sieht es auch ein bisschen cooler aus mit den Auspuffen und dann passt doch schon fast so ziemlich so gut. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Lass uns loslegen. Okay. So, wir haben einen Auftrag. Von was auch immer das war. Biege nach links ab. Unsere Garage. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Das war eine schöne Fahrt. Frachtmarkt. Wir Bohrsäure. Klingt ja nicht so lecker. So, die Fracht steht wo? Da hinten wahrscheinlich wieder. Super. Wohin denn? Ach da. Oh Gott. Hey. Ich sag wir. Oh, der bringt erstmal runter. Was ist mit dem los? So. Na, spannend, ob das hier was Brauchbares wird. Oh, sieht doch nicht so aus. Ich sehe nichts. Well. Na, es war schon ein bisschen zu weit. Hä? Wenn ich mit der Kamera gucke, endet sich auch der Ausschnitt des Rückspiegels. Was ist denn da los? Well. Ach, was mache ich denn hier? So, jetzt erstmal zurücklenken und Hitze. Aha, also schon wesentlich besser aus. Aber immer noch nicht gut genug. Nee, ich bin hier. Oh mein Gott. Okay, ich brauche mal einen neuen Anlauf. Das funktioniert hier nicht. So, jetzt schön nah hier anliegen. So.
Weil sowas wäre halt gut, wenn man jemand hat, der den einweisen kann, weil ich will, ne, ist er halt komplett im bunten Winkel. Ich sehe halt jetzt nicht wirklich, was der Hänger macht. Und hier ist gerade schon eng. Fuck. Da wird doch nie im Leben was. Aber. Ne. Jetzt bin ich gerade ein bisschen über Dixat hier. Keine Angst, wir schaffen das schon. Wow. Da war der Bordstein. So, ich muss versuchen hier am besten noch näher ranzufahren. Und dann direkt hier schon reinzulenken, nach links. Ich glaube, anders wird das nichts. So. Ah, so könnte das was werden. Das war gerade der Auflieger. Auch schon sehe ich wieder nichts. Fuck. Wette, ich ramm gleich den anderen Auflieger. Ah, ne, sieht gut aus. Das sieht scheiße aus. Was blieb jetzt hier? Ah, okay. Ach, Mann. Jetzt wie gerade hier. Sieht doch schon was gut aus. Jetzt muss ich nur noch reinbekommen. Das war die Yacht. Na komm, fahr doch. Fahr doch mal. So. Halt, so. Jawohl, ja. Sieht immer noch nicht weit genug aus. Was halt problematisch ist das Beschleunigungs- und Bremsverfahren. Teilweise zieht halt direkt so los, dass ich. Ja, das war schon wieder viel zu weit. Jetzt bin ich wieder komplett raus. Scheiß jemand an. Ja, ne, kann ich auch jetzt vergessen. Och, fuck. Sowas? Kann es sowas werden? Ja, sieht gut aus. Okay, komm, bitte. Funktioniert einfach. Ja. Eieieiei. Das war eine Totgeburt, sag ich euch. Das war ja mal doch sehr interessant. Also, klappe jetzt hier. Was jetzt? So, und jetzt, genau. Jutschen. Yay. Wow. Alter, so eine enge Stelle und dann auch noch links und rechts ein Auflieger. Das kann doch eigentlich funktionieren, ey. So, Fahrt wurde aufgeladen. Sehr gut. Dann geht es hier wieder raus.
Biege nach rechts. Nein. Ich war zuerst da. Neue Route finden. So. Biege nach links ab. Erschreckend frei. Sehr gut. Freie Bahn endlich. Boah. Alter. Das war eine Aktion, du. So lange habe ich zum Einpacken echt noch nie gebraucht. Das war ja... Demnächst rechts ab. So. Schwuppdiwupps. Ey, jetzt müssen wir wieder auf rote Ampeln achten. Schade eigentlich. Biege nach rechts ab. Ich habe aber wirklich das Gefühl, hier seit dem Update, seit der neuen Version, der stöckert hier an. Dauernd sind so Mikrorotler drin. Und auch so läuft nicht mehr so ganz so fließend. Ich muss mal gucken, ob ich. Na gut, die Frage ist natürlich immer mit den Safe Games. Ich meinte, klar, ich könnte natürlich jetzt wieder downgraden. Aber ob denn meine ganzen Safe Games noch funktionieren, ne? Weil klar, die Safe Games sind natürlich immer abwärtskompatibel. Nee, also, andersrum. Die Safe Games für sich sind aufwärtskompatibel, so rum. Die Programme sind zum Safe Game immer abwärtskompatibel, so müsste man das sagen. Aber eben halt nicht andersrum. Nimm diese Ausfahrt. Das heißt, kann sein, wenn ich jetzt wieder downgrade, dass denn meine Safe Games nicht mehr funktionieren. Das wäre natürlich nicht so geil. So. Oh, endlich mal wieder schneller als 60 fahren. Geil. Geil. Oh, 50. Ach, deswegen habe ich das Schild bisher immer übersehen. Wolltest du direkt hinter dem komischen Verkehrsleitschild? Da, so war so. Let's go. Nimm diese Ausfahrt. Also aber auch eine verdammt enge Stelle, ey. Mein Auflieger war sogar schon auf dem Bordstein gerade. Hätte beinahe die Leitplanke geküsst. Au, au, au. Warum diese? Warum tust du das? Ich dachte, wir wären Freunde. Der LKW wird aber gerade schon zu kämpfen. Wie viel Last haben wir eigentlich? Oh. Eigentlich nur, also nicht so viel. 17 Tonnen ist jetzt nicht die Welt. Gut, jetzt geht es natürlich auch noch gerade bergauf, ne? Also bergauf von 17 Tonnen ist vielleicht ja doch. Ich meine, wenn ich jetzt mal an den alten LKW denke, ne? Diesen Renault, der hätte hier wahrscheinlich keine solche Beschleunigung jetzt gehabt. Alter. Diese kurvenreiche Strecke, ey. Wie kann diese Strecke für 80 freigegeben sein? Ich verstehe das nicht. Diese Mikrorockler gehen aber schon ein bisschen komisch, ne? Ja. Am Kreisverkehr ist ja hier wirklich super extrem gerade. Nimm diese Ausfahrt.
So, oh. Immer noch plus 50. Okay. Na gut, hier sind doch einigermaßen enge Kurven, ja. Ach, jetzt, wo die Kurve kommt, jetzt haben wir wieder so schnell fahren, wie man will. Ja klar, 80. Jetzt, wo die Engkurven kommen. Easy, macht Sinn. Liebe Herr Straßenbauer. Ab in den Tunnel. Tja, können wir endlich mal gleich mit der Fähre fahren? Der Weg müsste gar nicht mehr so lang sein bis zur Fähre. Taxi. Okay. Immer geradeaus. Hätte ich den jetzt wegrammen sollen, ne? Hat mein Navi gesagt. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Naja. So. Ach, schöne Berge da im Hintergrund, ne? Ah ja. Unsere kleine Insel hier ist schon was Feines. Oh, da hinten auch schon ein schönes Gebirge. Oh. Hier ist ja nur 57. Immer, immer dieser Wechsel zwischen 50 und 80. Aber jetzt nicht fahre ich allgemein nur 50. Bei den engen Kurven macht es vielleicht sogar fast Sinn. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Und was für nicht? Hä? Nimm diese Ausfahrt. So, tanken müssen wir nicht. Und schlafen. Ach komm, ich kann mal hier getrickt. Keine Schaden. Könnt ihr noch etwas trinken hier? Let's go. Ich denke, können wir doch schon mittlerweile bei der Bank sagen, wir möchten einmal den und einmal den. Dann können wir auch den jetzt schon zurückzahlen, ne? Bam. Easy. Dann aber bloß noch kleinere Raten. Macht doch voll Sinn, ne? So viel Geld, wie wir mittlerweile haben. Aber das heißt, wenn ich jetzt gerade gleich in einer halben Stunde wieder 50.000 Euro zahlen müssen. Von daher. Lieber so, dann haben wir pro Monat bloß noch, wie viel haben wir jetzt? Pro Monat. Wäre schön, wenn es pro Monat wäre, ne? Aber nee, pro Tag. Aber jetzt bloß noch 500 Euro. Ne, davor waren es ja, nee, was hatten wir? Wir hatten das Ding, ne? Genau, 3.000 Euro fast pro Tag. Ja, das ist schon, das war schon wesentlich erträglicher. Also jetzt nicht mit, dass man Ertrag hat, ne? Sondern, dass man es ertragen kann. Ja, das ist deutsche Sprache, schwere Sprache und so, ne? So, hier dürfen wir wieder 80 fahren. Die Straße sieht doch relativ frei aus, also ohne enge Kurven. Dann fahren wir mal 80 hier. Geil, 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 voll Speed und so, Alter. Voll Extreme Overcore Clocking und so. Okay, doch ein bisschen enge Kurven. Ha. Oh, easy, voll geil. Was ist denn da los? Ah, schon wieder Unfall gebaut hier. Ihr Depots.
Oh, 50. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Voll auf der Bordstein. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. So. Da müssen wir mittlerweile fast am Hafen sein, ne? Was ist das da? Ich glaube, da wollen wir mal vorbei. Vielleicht ist das wieder so ein, hier so ein Arbeitsamt. Da können wir bald, denn wenn wir dann bald endlich mal genug Geld haben. Alter, wir brauchen 180.000 Euro. Warum ist der Garage so fucking teuer? Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst links abbiegen. So, muss ich nur dran vorbeifahren? Biege nach links ab. Hä, wieso? Achso, weil der Punkt so falsch gesetzt war. Ah, jetzt ist der Punkt weg. Okay. Links halten und dann links abbiegen. Hier geht's kein links. Da ist eine Wand, Mädel. Da hinten geht's jetzt links. Da. Da. Patapidu, bidei, bibie. Nach links ab. Was war mit dem jetzt los? Ich wollte bei dem hinten anschließen, aber der ist einfach stehen geblieben. Biege nach rechts ab. Hab ich gerade voll verwirrt. Hä, wieso? Ernsthaft? Ich soll durch diese enge Gasse, wenn da vorne eine schöne, große, breite Straße ist. Ernsthaft? Schau mal, ich könnte jetzt hier so ganz einfach geradeaus fahren, dann nach rechts abbiegen auf diese große, weite Straße und dann so schön bequem langfahren. Aber nein, ich muss jetzt hier durch diese kackenge Gasse fahren. Ja. Weil mein Navi der Meinung ist, das packt der Typ schon. Ja. Ich meine, ist ja schön, dass sie so viel Vertrauen in mich hat, ja? Aber rechts neue Limits. Und dann links halten. Guck mal, aus der Straße komme ich jetzt nie wieder raus mit den ganzen Pollern da, die da so schön im Weg rumgeistern. Da schlitzt sich mir mein gesamten Hänger auf. Da hat die schöne Straße nicht langfahren können. Meine Fresse hier. Hab ich jetzt rot oder grün oder beides? Wo ist die Ampel? Ich hab rot. Einfach so im LKW sitzen. Ah, schönes Ding, du. Na komm, jetzt grün. Links halten und dann links ab. Biege nach links ab. So, da vorne ist ja schon die Fähre. Wir müssen mit der Fähre. Achso, hier gibt es eine Strecke. Okay, gut. Demnächst links abbiegen. So große Baute. Biege nach links ab.
So, wir müssen zur einzigen. Ach ja, wir müssen ja hier erstmal da und dann geht's erst nach da. Okay. Aufbrechen. Neu berechnen. So. Jetzt ist die Frage. Ach ja, wir müssen wieder. Hä? Okay, wir können einfach direkt rückwärts reinfahren. Hallo. So, wir müssen jetzt nach da. Genau, das machen wir wieder zurück. Ne, wir müssen nach da. Perfekt. Route neu berechnen. Lol. Was geht dir da so lange? Achso, da muss er wieder von der Festplatte laden. Ah, ja gut, in dem Gebiet waren wir noch nie. Stimmt, das ist ja alles unbekannt. LOL, wir sind bei dem komplett neuen. Nee, doch, kennen wir doch schon. Hä? Okay, gut, doch. Hier sah es gerade so aus, wie als es also unbekannt wäre, aber ist natürlich, ja. Okay. So. Und es ist schon wieder Nacht. Aber wir sind ausgeschlafen. Sehr gut. Die Straßen sind auch alle frei, sehr geil. Der Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. Und der LKW ist so schön. Achso, ich sollte mal Licht einschalten. Ah. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus. Bitte links halten. Was ist mit dem los? Hat er mich einfach angebumst? Ich fick seine Oma, Alter. Ich fick die fick seine Oma. Der kann mich doch nicht einfach anbumsen. Was ist los mit dem? Hat er gesoffen? Nee. Und für sowas muss ich jetzt in die Werkstatt fahren und die Rechnung zahlen. Danke dafür. So, müssen wir links bleiben? Ja. Oh, ich darf jetzt über 90 fahren. Geilomato. Ey, voll geil. Ah, und wie man sieht, ne? Dass das Licht auch in der Kabine ist, also quasi durch die Decke durchleuchtet, haben sie aber noch nicht gefixt. Was echt schade ist. Das ist eins auf die Sachen, auf die ich mich irgendwie gefreut oder gehofft hatte, so ganz leicht gehofft hatte, dass sie vielleicht in der 144er behoben sein könnten oder endlich mal schöner gemacht werden könnten, aber leider noch nicht. Da muss ich wohl noch 20 Versionen abwarten, bis das... Wenn sie das überhaupt irgendwann mal fixen wollen. Vielleicht ist es denen noch gar nicht aufgefallen und ich bin der Einzige, dem das auffällt. Obwohl ich so schlau bin. Aber da muss auch anderen auffallen, hallo? So, wir müssen nach links. Was schwer ist, weil da will einer überholen. Oder willst du überholen? Na, überholst du jetzt oder nicht? Ich glaube, ich kann überholen. Danke. Sehr lieb von ihr. Ja, aber ich meine, der muss... Den muss doch auffallen, dass das so komplett so überhaupt keinen Sinn macht. Ja? Da haben sie extra so schön diese ganzen Animationen drin, dass es so aussieht wie bei echten LKWs, wenn das Licht so reinkommt. Aber dann wird es auch nicht abgekattet vom Dach, wenn es dann über einen drüber weggeht. Das ist echt traurig. Naja. Aber wie gesagt, so Performance-Optionen ist sowieso hier noch ein bisschen komisch.
Ja. Bitte links halten. Gerade, dass man zum Beispiel auch nicht einstellen kann. Oh, das war zu weit. Gerade, dass man auch nicht einstellen kann, dass man eine höhere Schattentextur haben möchte. Ja, weil die Schattentextur, die sieht auch noch sehr grob auflösend aus. Alter. Ja, sowas halt zum Beispiel. Also. Oh, der beste LKW ever. Warum fahren die Autos da vor mir so langsam? Der hinter mir lässt mich wieder vorbei, sehr schön. Okay. Da vorne kommt jetzt E-Maut, danke dafür. So, kann ich da irgendwo fahren ohne? Sieht gut aus. Ah ne, hä? Was, wie, wo, was? Was ist das da für Schilder? Nur 30, 2 Meter. Hä? Wieso ist das Ding auf 2 Meter limitiert? Sind die dumm? Da ist doch gar keine Brücke oder sowas, was da die Größe blockieren würde. Okay. Ja gut, also geil. Sehr interessant. Dann nehmen wir halt hier. Mautstellen muss man wohl nicht kapieren. Oder? Habe ich so die Vermutung. Wie es einfach schon wieder dunkel wird. Eieiei. So, eigentlich hätte man bei der Mautstelle gleich Pause machen können. Naja. Gucken wir mal, wo wir die nächste Raststätte haben. Dass wir dann mal langsam Folgenpause machen können. Ich meine, wie sieht es eigentlich aus? Können wir auch hier in-game Pause machen? Wir haben noch 34 Stunden, brauchen nur 9 Stunden. Ja, wir könnten sogar in-game Pause machen. Da könnten wir wieder am Tag fahren. Sehr geil. Na gut, ich meine, ist es eh schon 4 Uhr? Also wird eh gleich hell in-game? Also, ne, von daher. Ist eigentlich klar, also eigentlich, ne, ehrlich. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass ich sagen muss, wird gleich hell in-game. Weil ansonsten irgendwelche Leute sagen, hä, bei dir ist es doch hell, Ronny, bist du dumm, hä, verstehe ich gar nicht, bei dir ist, hä? Ja. Naja. Ich habe mit diesen ganzen Mikrostocklern hier, ist... Weiß ich nicht, irgendwie. Nicht so geil. Warum wurde mir eigentlich diese Parkstelle da gerade nicht auf dem Navi angezeigt, ja? Da hätte ich wunderschöne Folgenpause machen können. Aber nee. Natürlich nicht. Warum fand ich schon wieder so langsam, Alter? Weg hier, Feuer, kein Bock mehr. An dir lang, Alter. Nee, nee, nee. Oh, schön Sonnenaufgang. Na, dann natürlich wieder hinter uns, aber zumindest im Rückspiegel können wir es ein bisschen bewundern. Ach ja. Also diese Himmelanimationen sind schon echt geil geworden. So, da vorne ist wieder Mautstelle. Da machen wir da bis wirklich mal Pause.
Okay. Jetzt haben wir ja keine Parktasche. Hatten die Mautschall nicht immer Parktaschen? Ja gut, das wird wohl eine extra lange Folge wieder. Easy. Ich finde keine Position, wo man einfach mal so parken kann. Außer die eine, die vom Navi nicht angezeigt wurde. Danke dafür. Freie Bahn. Na, hier gibt's nirgendwo was. Da hinten erst. Ist aber ewig hin, ne? Aber wie gesagt, es ist eine etwas längere Folge. So. Oh, jetzt ist mittlerweile wieder hell. Kann ich die Lichter ausschalten? Nee. So. Ich werde helfen mit dem. Ja doch, mit der Fahrt jetzt können wir dann die anderen beiden Kredite auch auslösen. Dann haben wir keine Kredite mehr. Das heißt, ab der nächsten Folge, irgendwann nächste Folge, sind wir dann, oder spätestens am Ende der nächsten Folge, sind wir endlich kreditfrei. Wow. Doch dann können wir anfangen zu sparen für größere Garage und LKW. Gott, das ist alles so teuer. Ich meine, LKW alleine kostet ja schon wieder fast 100.000, ne? Ah, schon heftig. Oder sollten wir einfach doch sagen, komm, kack drauf. Wir gehen einfach voll auf Kredit und nehmen uns gleich die gesamten Kreditrahmen von, was waren es, 50.000? 500.000? Ja, genau, insgesamt 500.000. Digga, aber die Raten, da haben wir ja alleine dafür 6.000 pro Tag. Es ist auch einfach so krank, Alter. Einfach ein Jahreszins von 1000%. Das muss man sich erstmal reinziehen. Schön. Eieieiei. Warum fahren die denn so langsam? Was zum... Wow. Aber irgendwie ist die Version 1.44 total beklappt, oder? Sachen entstehen jetzt einfach irgendwie, also die Baustelle kommt jetzt einfach hier so aus Geisterhand. Das Spiel stockert andauernd. Irgendwas haben die bei der Version 1.44 echt kaputt gemacht in Game. Bin ich mal schon aufs nächste Update gespannt. Weil das ist ja hier so echt seltsam. Auch Parktaschen werden im Navi nicht angezeigt, wobei ich jetzt nicht wusste, ob das früher angezeigt wurde oder nicht. Keine Ahnung. Aber. Holy moly. So wie das Spiel jetzt gerade aktuell ist, kann ich mit der Aufnahme auch gleich mit auf 30 FPS runtergehen. Von mehr habe ich hier im Ingame gerade sowieso nicht, so wie es aussieht. Schon echt seltsam. Naja. Okay, lass uns so, mal gucken hier. So. What? No.
Oh, sieht gut aus. Okay. So. Das soll es mit der Folge auch gewesen sein. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ich werde mir mal die Aufnahme angucken, wie stark man das in der Aufnahme sieht mit dem Stock an. Aber das... Ich glaube nicht, dass das noch... Das ist doch schon echt heftig. Oh. Ah ja. Bis dann.